Oh, Mandalorian Season 3 Time. Okay, here we go. Mandalorian Cast comes on stage. Jetzt reden sie erst noch. Can we please get a trailer? 1:50. Hey ho, let's go, ne? Ich frage mich, ob es der Trailer von Celebration ist. Wir werden es gleich herausfinden. Kleiner Flashback am This is the Anfang. one that you saved. You are Azit's father. A clan of two. But you have removed your helmet. It's the trailer von Celebration. Then you are a Mandalorian no more. Oh. Your cult fractured our people. Sundari. Where were you then? Oh. Did you think your dad was the only Mandalorian? Giving me Mando battles. Next year. Babu Freak. All right, kid. Hang on. You ready for an adventure? The Mandalorian. Season 3, Streaming 2023. Oh nein, sie haben den Februar-Tag entfernt. I have a bad feeling about this. Lasst uns kurz zum Abschluss hier noch über Mandalorian Staffel 3, den Trailer, kurz reden. Wie gesagt, es ist der gleiche Trailer wie auf der Celebration. Anscheinend gab es an der Celebration noch ein bisschen mehr Footage. Also es gab sowieso schon an Star Wars Celebration zwei verschiedene Mando-Trailer. Der eine war eine kürzere Version, und der andere war einfach noch ein bisschen länger. Irgendwie, da war noch, glaube ich, eine Minute mehr oder eine halbe. Und anscheinend ist es ein Mix aus beidem irgendwie. Es hat nämlich Elemente wie Babu Frick oder was auch immer diese Spezies ist, welche in der längeren geleakten Version, also in der zweiten Celebration-Version drin war. Und auch diese ganzen Mandalorian-Kampfszenen und so, die waren in der ersten Version nicht drin. Aber es hat auch viele Teile aus dem ersten Ding. Also, Molly von Star Wars Explained meinte auf Twitter, es ist nicht eins zu eins dasselbe wie das, was sie auf Celebration gesehen haben. Aber im Grunde ist es schon der Celebration-Trailer. Dementsprechend, ihr könnt euch gerne das Video dazu anschauen, was ich im Mai gemacht habe. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich nämlich schon ausführlich über diesen Trailer geredet. Bo-Katan, episch. Mandalore und Sundari zu sehen, komplett zerstört. Auch extrem geil. Sehr, sehr, sehr viel Mandalorian-Action. Ich freue mich extrem drauf. Ich fand das Ende sehr süß mit diesem Are you ready for an adventure und alles. Überall steht jetzt nur noch 2023. Ich habe die Befürchtung dadurch, dass sie Bad Batch von Ende September auf Januar gebumpt haben, was extrem viel Zeit ist, habe ich die Befürchtung, dass sie auch Mandalorian von Februar auf vielleicht März schieben werden, wenn nicht sogar April. Einfach weil Bad Batch 16 Folgen, glaube ich, wieder sein werden. Ja, aber dazu gibt es morgen noch ein Video zu Star Wars Animation mit Tales of the Jedi und auch Bad Batch. Und dann wird es auch noch ein Video geben zu Ahsoka und Skeleton Crew, eine kleine Auseinandernehmung von dem, was da gesagt wurde. Deswegen so viel dazu. Und ja, möge die Macht mit euch sein. Ich freue mich sehr und gute Nacht, ne?